Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir hier ein sogenanntes Sortierverfahren vorstellen. Das heißt, es geht darum, wie ich Zahlen sortieren kann. In diesem Fall von der kleinsten bis zur größten. Und da gibt es eben ein bekannteres Verfahren. Das nennt man Bubble Sort. Das kommt aus dem Englischen. Und Bubble Sort steht dafür, dass wie die Blasen nach oben steigen, auch die größeren Zahlen dann in dem Fall von links nach rechts dann steigen, sich entwickeln. Ich habe hier eine 9er, 0, 5, 4, 1. Diese Zahlen möchte ich in eine entsprechende Reihenfolge bringen. Also links stehen dann die kleinsten Zahlen zum Schluss und rechts die größeren Zahlen. Und wie eine Bubble, wie eine Blase, die eben nach oben steigt, sollen hier die größere Zahl nach rechts sich bewegen. Machen wir das jetzt ganz konkret an diesem Vorgang, in diesem Verfahren. Im ersten Schritt sollen wir die ersten beiden Zahlen vergleichen. Die ersten beiden Zahlen stehen hier links. Ich vergleiche also 9 und 0. Und sehe dann, dass die Reihenfolge nicht stimmt, wie wir sie nämlich haben wollen. Denn die kleinere Zahl muss hier links stehen. Das heißt, es ist so, dass die Reihenfolge nicht stimmt und ich muss diese Zahlen jetzt hier tauschen. Ich nehme also dann hier den Nuller, also in dem Fall hier den Neuner zuerst, nehme dann den Nuller, gebe ihn hierher und tausche mit dem Neuner. Ich habe also die ersten beiden Zahlen verglichen. Dann geht es darum, die nächsten beiden Zahlen zu vergleichen. Ich wiederhole die Schritte 1 bis 2 bis zum letzten Zahlenpaar. Das heißt, ich vergleiche jetzt hier die Neuner. Und den 5er tausche, da ja 5 kleiner ist als 9. Man sieht schon, wie eine Bubble wandert diese größere Zahl immer weiter nach rechts. Vergleicht dann die nächste Zahlen, das ist dann 9 und 4. 9 ist wieder größer als 4. Das heißt, ein Zahlentausch ist notwendig, denn die Reihenfolge stimmt nicht. Mache diesen Vergleich. 4 und 9. Habe ich gerade getauscht und jetzt bin ich bei 9 und 1 und vergleiche hier, 9 ist wieder größer als 1 und diese größte Zahl wandert immer weiter nach rechts. Ich habe also 1 und 9 verglichen. Ich bin damit mit meinem ersten Durchgang fertig und merke hier schon, dass die größte Zahl nach rechts gewandert ist. Damit ich das Sortieren vollenden kann, muss ich das jetzt wiederum machen. Nur eine Sache ist dann natürlich schon interessant, dass wie gesagt die größte Zahl nach rechts gewandert ist. Das heißt, bei meinem zweiten Durchgang muss ich den Vergleich jetzt nicht mehr inklusive neu machen, sondern es reicht hier, wenn ich eben dann diese Zahlen miteinander vergleiche. Das heißt, das letzte Element, das sortiert wurde, das also rechts gelandet ist, muss ich nicht mehr vergleichen. Fange ich hier wieder an, 0 und 5, da passt die Reihenfolge, da muss ich in dem Fall keinen Tausch vollziehen. Mache ich den nächsten Vergleich, 5 und 4, da ist es dann tatsächlich so, dass 5 größer ist als 4. Das heißt, ich muss einen entsprechenden Tausch machen. Ich nehme den 5er und den 4er und tausche diese beiden Zahlen. Schauen wir dann die nächsten Zahlen an, 5 und 1. Das ist wiederum so, 5 ist größer als 1, das heißt, ein Tausch ist notwendig. Die Zahl 9 muss ich ja nicht mehr vergleichen, wie ich schon gesagt habe. Da weiß ich aus dem vorgehenden Durchgang, dass sie die größte ist. Ich bin also fertig mit meinem zweiten Durchgang und kann dann wiederum die größte Zahl, nämlich die 5, dann beim nächsten Durchgang muss ich sie dann wiederum nicht vergleichen. Ich muss also nur noch diese drei Zahlen hier vergleichen. 0 und 4, da stimmt die Reihenfolge, muss ich nichts ändern. Ich habe aber dann beim nächsten Vergleich 4 und 1, muss ich feststellen, 4 ist größer. Nehme also den entsprechenden Tausch vor. Nehme hier den 1er und nehme hier den 4er. Die letzte Zahl in dieser Reihe muss ich beim nächsten Durchgang gar nicht mehr vergleichen. Mache das also dann so. Und hier mache ich wiederum einen Vergleich 0 und 1. Und merke dann, dass das Ganze passt. Ich muss keinen Tausch mehr vornehmen. Und wenn ich es einmal geschafft habe, bei einer Reihe mal durchzukommen, ohne dass ein Tausch notwendig war, dann weiß ich auch, dass ich mit meinem Bubble-Sort-Verfahren fertig bin und ich habe insofern dann hier auch meine Zahlen dann nach diesem Bubble-Sort-Verfahren eben dann sortiert. Links die kleinste Zahl und rechts die größte Zahl.